Hallo. Warum nicht früher? Das ist genau das Frage wie warum nicht später. Wahrscheinlich sind die meisten gerade auf dem Heimweg. Ich kann dir sagen, warum nicht früher. Weil ich früher keinen Bock hatte. Du mehr mitbekommen? Kannst du mir noch ins Wort gucken? Ansonsten gibt ja noch mehr. Oh Mann. Mir tut das Bein weh, Leute. Es heute zum Mittagessen gab. Nudeln mit Lachs. Nee, es gab keine Nudeln mit Lachs. Es gab. Oh ja, Leute. Furchtbar gesund. Furchtbar gesund gab es heute zum Mittagessen. Mozzarella Sticks und Pommes frites. Highly Bio Pommes frites und Mozzarella Sticks. Aber kurz die VM an- und update mal. Ja, furchtbar ist es. Ultra gesund. Hyper gesund. Es reicht ultra gesund, reicht nicht mehr. Hyper gesundes Mittagessen gab es heute. Wisst ihr, meine VMs sind so dämlich benannt, dass ich meistens auf den ersten Blick nicht weiß, welche ich benutzen muss. Muss ich Poggers benutzen oder muss ich Stream benutzen? Aber ich muss Stream benutzen, weil Poggers ist die alte Stream-VM. Warum habe ich die überhaupt noch? Wahrscheinlich zum Zeug nachgucken, falls ich mal was brauche. Spaghetti mit Lachs. Nee, nee. Mal gucken, ob es das passende Hintergrundbild heute gibt. Gucken, was für ein random Hintergrundbild ausgewählt wird heute. Ah, Moment, Moment, das hat er noch nicht geupdatet. Ich muss erstmal Package-Updates machen. Und dann rebooten. Dann mal gucken, was wir für ein random Bild bekommen. Ich schreibe am 28. Ach, ist es mal wieder soweit, ja? Meine Ab erste Ab AP1. Ach ja, ich dachte, das ist eher sowas wie Zwischenprüfung im Februar. Naja, immer so 2 bis 3. Ah ne, habe in den Probeprüfungen immer so 2 bis 3 und habe mich mit so einem Vorbereitungskurs und einer Vorbereitung durch und ein Vorbereitungsbuch vorbereitet. Meinst du, das reicht aus? Ja. Wenn du immer ganz gut durchkommst. Ich würde dir allerdings empfehlen, trotzdem noch ein paar Probeprüfungen zu machen, weil in der Probeprüfung ist es immer einfacher, als wenn man dann echt vor Ort da sitzt. Also guck lieber, dass du bei der Probeprüfung das nicht gerade so packst, sondern wirklich easy. Und dann schaffst du es auch ganz gut vor Ort. Weil es ist wirklich was anderes, ob man dann da sitzt und es ist ja zu weit und dann teilen die IHK-Leute das aus und man versteht die Hälfte der Fragen nicht, weil die schon so scheiße formuliert sind. Also es ist immer ganz gut, wenn man im Vorfeld besser ist und nicht gerade so. Oh, ich denke, das reicht aus. Mein Vorbereitungs, was hast du gemacht? Ein Vorbereitungskurs, du hast Probeprüfung gemacht. Also ganz ehrlich, viel mehr kannst du nicht machen. Es wird schon hinhauen. Aber es ist schade, ich mache euch noch ein paar Probeprüfungen. Bis, ich meine, guck mal, es ist ja noch jetzt eine Woche Zeit. 28. nächste Woche Montag, ja? An die nächste Woche Mittwoch. Ja, da kannst du schon noch mal so ein paar Prüfungen machen. Umso mehr du dich in diesen IHK-Speak und in diesen ganzen Blödsinn da reindenken kannst, umso besser. Ja, mach dir aber nicht zu viele Gedanken. Im Prinzip sind die Prüfungen einfach. Das Schwierige an den Prüfungen ist, die IHK-Sprechweise und die IHK-Logik verstanden zu haben. Die Prüfungen selbst sind nicht schwer. Ich kann immer richtig reden, Alter. Die Prüfungen selbst sind nicht schwer. Zu verstehen, was die wissen wollen und wie die Fragen stellen, das ist das Schwierige dran. Die Fragen selbst, wenn man wirklich verstanden hat, was die wollen, sind teilweise so trivial simpel. So, ihr kennt ja diese typischen IHK-Prüfungen, so ordnen sie die Punkte zu, dass du links dann so, oder bringen sie die Punkte in die richtige Reihenfolge. Das ist meistens so hirnverbrannt easy, wenn man verstanden hat, was die eigentlich wollen.
Ach, AP1 ist jetzt. Ach, das ist die Zwischenprüfung. Heißt das jetzt AP1? Bei mir ist das noch Zwischenprüfung. Aber es kann sein, ja, macht ja Sinn, dass das jetzt AP1 heißt. Weil die Zwischenprüfung zählt jetzt ja auch zur Abschlussprüfung irgendwie, gell? Ich blicke da nicht durch. Ich habe mich da ehrlich gesagt nie wieder mit beschäftigt. Habe ich auch keinen Bock, weil warum? Ich bin. Warum sollte ich mich jemals wieder mit der IHK-Prüfung beschäftigen? Warte mal, habe ich jetzt Reboot oder nicht? Ja, habe ich. Moment. Alter, was ist denn das für ein Zufall, Mann? Guck mal, Leute. Ich habe rebootet und er hat von irgendwie 20 möglichen Hintergrundbildern exakt das gleiche wieder ausgewählt. Moment, das muss ich jetzt checken, dass wir hier nicht gebaitet werden. Der Gebait-Test. 20% zählt die, okay. Ja, tatsächlich. Das war Glück. Und jetzt haben wir den Workout-Champ im Hintergrund. Den Workout-Pepo im Hintergrund. So, diesen ganzen Krempel hier mal zu. Ja, also mach dir keine allzu vielen Gedanken. Wie gesagt, die Prüfungen sind easy. Und solange du das IHK, die IHK-Sprechweise und was die wissen wollen, verstanden hast, schaffst du das locker. Ich würde trotzdem noch mal bis 28.02., also mein, wie gesagt, mach ruhig noch die Woche noch ein paar Prüfungen, ne? Weil sonst vergisst man es ja auch wieder. Es schadet nicht, noch mal so 2-3 Prüfungen zu machen. Mach noch mal irgendwie die Woche 2-3 Stück. Nächste Woche musst du dann, ich meine, hier ist gut, bis kurz davor muss man das nicht machen. Das schadet nicht, es gibt ja auch mittlerweile genug. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich mittlerweile eine offizielle Quelle für alte IHK-Prüfungen? Oder ist das immer noch so ein Ding, irgendeinen File-Hoster suchen, wo es mal einer drauf abgelegt hat? Also mit, ich meine offizielle kostenlose Quelle. Dass man die sich kaufen kann irgendwo, weiß ich, ja. Soll ich euch mal sagen, ich finde das nach wie vor ein komplettes Unding, dass ein Azubi sich alte Prüfungen kaufen sollte. Ich weiß gar nicht, was kosten die eigentlich? Was kosten sowas eigentlich? Ja, später. Fachinformatiker-Prüfung. Was ist das für eine Webseite, Mann? Was ist das für eine Webseite, Alter? Optimiert für Microsoft Internet Explorer in 1024x768, oder was? Exzellente Bewertung, haben die gemacht. Exzellent. Ecomi, exzellente Bewertung. Alle ablehnen. Exzellent. Das WordPress? Mal kurz gucken, was das ist. Webstyles CSS. WS? Ist das WordPress? Chatke? Ihr kennt euch mit sowas besser aus. WebSale. WebSale ist das. Was ist WebSale? Shopify für Arme, oder wie? Webshop as a Service. Also seriously, wenn das ein Webshop as a Service ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das sieht aus, als hätte das mal vor 20 Jahren einer gebaut und danach wurde das nie wieder angepasst. Also nach einer Service-Anwendung sieht es beim besten Willen nicht aus. Okay, wie dem auch sei, Systemintegration. Was kosten so Abschlussprüfungen? Fachinformatiker. Erzähl dem Erfolgspaket plus Abschlussprüfung Teil 1. Das Erfolg. Was genau ist denn das Erfolgspaket? Was ist das Erfolgsgarantie auch noch? Da wäre ich aber mal zurückhaltender. Was ist denn da drinnen?
Ihre Vorteile perfekt gepackt. Ja, und was ist jetzt dabei? Ja, und was ist denn jetzt dabei? Erfolg, das Selbstcoaching-Buch. Meine Güte, machen die jetzt auf Karl S. oder was? Die versandkostenfreie Lieferung schont ihr Budget. Der Shit kostet 774 Euro, Mann. Okay, im Prinzip sind das einfach nur Abschlussinhalt. Prüfungstrainer, IT-Berufe, braucht keiner. Lernkarten braucht auch keiner. Ja, das vielleicht schon eher. Original-IHK-Abschlussprüfung Dezember. Moment, da ist nur eine Prüfung dabei. Herbst 2003. Nur eine Prüfung? Die wollen dich doch verarschen, oder? Es wird Schwachsinn. Ganz ehrlich, Leute. Wir haben das damals von Rapid Share oder so runtergeladen. Mich würde nicht wundern. Ich möchte natürlich keinen dazu auffordern. Aber mich würde nicht wundern, dass es heute auch noch gibt. Vielleicht nicht auf Rapid Share. Weil ich glaube, Rapid Share selbst gibt es nicht mehr. Rapid Share hat auch ein bisschen die Arschkarte gehabt, dass sie so einer der ersten, so One-Click. Nee, nicht One-Click. Wie ist das? Free. So Share. One-Click-Hoster? Nee, wie nannte sich der Krempel denn? Davon will ich gar nichts wissen. Wenn ich sehe, wird's gelöscht. Kappa. Sharehoster, ja. Guck mal, es ist die eine Sache, was ich offiziell sagen muss, und das andere, was ich mache. Also, ich erlaube nicht, dass auf meinem Discord solche Sachen gepostet werden. Wo kämen wir denn dahin, Mann? Wie findest du die Programmiersprache Java? Viel wichtiger ist die Frage, wie man das ausspricht. Ist es Java? Ist es Java? Bisschen die Frage wie bei Kubernetes. Ich mag Java nicht sonderlich. Ich habe aber auch nichts dagegen. Ich würde zumindest meine Projekte nicht in Java machen. Java ist zumindest alles, was ich bisher gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe, ist ultra verbose oder verbose, wenn man das ganz richtig aussprechen muss. Also es sieht irgendwie so bloated aus. Man könnte das sagen, dass es bei .NET und C-Sharp ähnlich ist, aber ich finde es bei weitem nicht so krass wie in Java. Ja, gibt es eigentlich wirklich noch Unternehmen, die Programmierer nach programmierten Zeilen bezahlen? Das gibt's doch nicht mehr, oder? Das macht doch 2024 niemand mehr. Was hältst du von Go? Go ist nice. Viele Java-Leute schwärmen ja von Kotlin, so ein bisschen. Aber sind dann richtig sadge, dass sie im Beruf nicht Kotlin verwenden dürfen, sondern weiter mit Java rumhantieren. Ja, dass sie weiter mit Java rumhantieren müssen. Ja, das schadet nicht. Es ist jetzt nicht so, als wäre Java und das Java-Ökosystem unerträglich kacke. Ich glaube, das Schlimmste am Java-Umfeld ist tatsächlich Oracle. Wobei es ja mittlerweile mit OpenJDK und was ist sonst nicht noch, ich bin da nicht so drin, was das Java-Ökosystem angeht, sicherlich ja auch vieles gibt, wo man großen Bogen um Oracle machen kann. Ein Kollege von mir auf der Arbeit mag Oracle auch nicht. Man muss aber wissen, der hat früher bei Sun gearbeitet und wurde dann zwangseinverleibt von Oracle. Und hatte danach ein paar Jahren keinen Bock mehr.
Das finde ich ist ein, das finde ich, das trifft echt ganz gut. Go, wenn es schnell gehen soll, und Rust, wenn man nichts von Bugs wissen will. Das ist natürlich im Detail nicht so, aber so ganz grob finde ich das gar nicht so schlecht. In Go kann man wirklich auf die Schnelle was zusammenzimmern, was man übrigens in C-Sharp und Python und anderen Programmiersprachen auch kann. Ja. Kommt da ein bisschen drauf an, was man machen will. Und Rust ist die einzige Programmiersprache, die ich kenne, wo man sagen kann, dass es in der Regel, sobald es kompiliert, das macht, was da steht oder was man zu sehen glaubt. Dass man jetzt selbst irgendwie einen Denkfehler gemacht hat, ja, und der Ablauf nicht richtig ist, da kann Rust auch nichts dagegen. Aber zumindest in der Regel macht Rust-Code das, was da steht. Also, nee, was da steht, sollten sie alle machen, außer C++. C++ macht noch nicht mal das, was da steht. Das ist kein Witz. Wir haben uns letztens habe ich euch wieder was gezeigt, wo in C++ was anderes gemacht wird, als da steht. Aber bei Rust ist es so, das, was da steht und das, was du verstehst, ist in der Regel, sobald es sich kompilieren lässt, auch das, was es macht. Also Rust ist da schon ganz gut, ne? Wenn du natürlich Blödsinn reinschreibst und Denkfehler drin hast, dann kann Rust auch nichts dagegen machen. Ich finde das auch ganz gut gemacht. Rust hat ja von Anfang an gesagt, ey, Exceptions wollen wir nicht. Wir haben nur Result-Types und Option-Types und sowas. Die haben das halt konsequent gemacht. In Go haben sie es nicht konsequent gemacht. In Go hast du deinen Error-Type, kannst aber auch paniken und recovern. So halbe-halbe ist das. Und in C-Sharp kannst du auch beides machen. In C-Sharp kannst du auch Error-Types verwenden oder... Also... Ich glaube, offizielle Option und Error Types gibt es in der Standard Library nicht, aber du kannst es ohne Probleme verwenden. Und Exceptions, was halt richtig nice wäre in C Sharp, wenn sie es mal hinkriegen würden, dass du, also ohne den gleichen Base Type zu haben, mehrere Sachen, unterschiedliche Types returnen könntest. Mit Union Types, aber das wollen sie irgendwie nicht. Hast du auch studiert oder Ausbildung als Fachinformatiker? Ich habe 2007, also das jetzt vor, ach du Scheiße, ist das schon lange her, Mann. Das ist ernsthaft 17 Jahre her schon. Quick Maths, stimmt das? Ja. 17 Jahre her, ja, habe ich eine Ausbildung als Fachinformatiker, Systemintegration gemacht. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so lang. Schon ein paar Jahre, aber noch nicht so lang. Meinung zu Broadcom-Lizenzmodell der Zukunft. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Broadcom-Lizenzmodell der Zukunft ist. Hältst du von... Nein, da fangen wir jetzt nicht hin. Übrigens, das ist das Einzige, was ich jetzt zu C++ sage. Wisst ihr eigentlich, dass in C++ das hier while... Oder while true, ich kann C++ nicht aus dem Kopf gescheit. While true hier, print. Warte mal, print. Was hat er denn, was glaubt er denn jetzt eigentlich für ein, ach ja, was klappt, Kackel. Wisst ihr eigentlich, dass in C++ es nicht klar ist, was hier passiert? Habe ich schon mal erzählt, ja, aber in C++ ist es tatsächlich nicht so, dass das passiert, was man denkt. Was würdet ihr denken bei diesem Code? Was passiert da? Es ist jetzt übrigens keine konkrete Programmiersprache. Ja? Nur vom Ablauf. Wenn ihr sowas ähnliches in C++ stehen hättet. In C++ ist es dann noch einmal Standard. Nee, doch Standard. So irgendwie. Allein schon, wenn ich diese Syntax hier immer sehe, kriege ich Anfälle, Alter. Kommt auf den Compiler an, das ist korrekt. Die Schleife ist leer und wird je nach Dings wegoptimiert.
Ja. Korrekt. Psytech, genau so finde ich, sollte das auch sein, ist es aber nicht zwangsläufig. Also ich würde auch sagen, es muss eindeutig so sein, damit das halt passt, was da steht. Es gibt das aus und dann hängt es unendlich. Aber nein, das ist nicht so. Und es ist übrigens nicht so, weil die Schleife wegoptimiert wird. Es ist so, weil while ohne Abbruchbedingungen undefined behavior ist. Warum auch immer. Das haben sich die Leute im C++-Gremium sicherlich gut überlegt. Und das ist so schlimm, dass es zwischen Compiler-Versionen und Compiler-Upgrades sich ändert. Also sprich, wenn du das hier, sagen wir mal, mit GCC 9 kompilierst, dann hängt es in der Endlosschleife. Kompilierst du es mit GCC 10, dann gibt es Kekkle 1 und Kekkle 2 aus. Es ist so ein Bullshit, diese Sprache und was die Standardleute da bauen. Ich meine, allein schon, dass eine Leere, dass eine Leere, wobei ich weiß gar nicht, ob das leer sein muss. Eine Endlosschleife ohne Abbruchbedingung, undefined behavior ist. Wer hat sich diesen dummen Schwachsinn aus, Dünnschiss da ausgedacht, ey? Ja, also C++ kannst du echt knicken. Zumindest ist C++ die einzige Sprache, wo du wirklich vorm Angucken nicht wissen kannst, was es macht. Aber Rust ist schon gut in dem Bezi in der Beziehung. Das weiß ich nicht. Es geht aber hauptsächlich darum. Warte mal. Monkeys, Alter. Zumindest hat der Typ das in der Präsentation so erzählt. Ich habe den Standard nicht gelesen. Ich habe eine C++-Con-Präsentation geguckt, wo es um undefined behavior geht. Und der meinte, das Problem ist die Endlosschleife und Abbruchbedingungen, das wäre nicht definiert. Nee, kann man nicht. Das schaffen die noch nicht mal selbst. C++ ist einfach komplett für den Arsch. So, machen wir das mal zu? Machen wir das immer zu. Wobei, einen Browser brauchen wir schon noch. Wir gucken uns heute Svelte 5 an. Ich gebe zu, die Streaming-Zeit ist vielleicht nicht für alle so praktisch. Die meisten Leute sind jetzt fertig mit der Arbeit, fahren jetzt heim. Aber ich schwätze ja lang genug rum. Vielleicht seid ihr ja mittlerweile schon daheim und könnt gucken. Ansonsten gibt es immer noch das VOD. Oder wir machen ja demnächst noch ein paar mehr Streams in der Richtung. Zumindest, ich wollte mir heute mal Svelte 5 angucken. Weil das ist ja irgendwann gescheduled Release 2024, irgendwann, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Svelte 5 hat bei der Ankündigung ein Riesenaufschrei in der Svelte-Community verursacht, weil sich die Syntax etwas ändert. Als ich das erste Mal gesehen habe, wir gucken uns das gleich an. Ich habe eine coole Seite gefunden in einem Video auf YouTube, wo man schön die alten und neuen Versionen vergleichen kann. Zumindest war der Aufschrei relativ groß, weil sich an der Syntax ein bisschen was geändert hat. Und ich dachte mir am Anfang auch, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich die alte Sache ja ganz cool. Aber jetzt, nachdem ich mir eine Weile überlegt habe, glaube ich, das Neue ist wirklich besser und eindeutiger. Ihr könnt das ja gleich selbst entscheiden, wenn wir es uns angeguckt haben. Ich bin übrigens bei weitem kein Frontend- oder Svelte-Professional. Also es kann durchaus sein, dass ich auch in Svelte 4 bei einigen Sachen gar nicht so genau weiß aus dem Kopf, wie sie funktionieren. Kein TypeScript mehr, nee, wir machen hier nie TypeScript. Oder was meinst du? Ach, Svelte 5, kein TypeScript mehr. Nee, du kannst das mit TypeScript verwenden, wenn du willst. Du kannst es auch sein lassen. Nee, 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 nee. Das Einzige, wo die kein Types. Das hat auch einen Riesenaufschrei verursacht. Als die angeblich verwendet Svelte 5 kein TypeScript mehr. Das ist auch Blödsinn. Die verwenden intern in ihren. Tja, wie heißt es? So wie sie Svelte bauen quasi, verwenden sie intern kein TypeScript mehr. Aber du kannst Svelte selbstverständlich mit TypeScript benutzen und die offiziellen Beispiele sind auch zum größten Teil mit TypeScript. Ja, genau. Das heißt nicht, dass du Svelte nicht benutzen kannst mit TypeScript.
Sie verwenden intern in Svelte kein TypeScript mehr. Das liegt daran, ich habe auch ein Video gesehen mit dem Svelte-Erfinder, die haben gesagt, weil sie große Probleme haben, Svelte kompiliert das ja dann zu plain JavaScript alles, was du da an syntaktischem Zucker in Svelte machen kannst. Die hatten große Probleme, TypeScript da zwischendrin zu parsen. Deswegen machen sie, glaube ich, jetzt JS-Docs intern und verzichten auf TypeScript. Du kannst aber Svelte wunderbar mit TypeScript verwenden und du wirst sogar, glaube ich, in den offiziellen Docs dazu ermutigt, so nach dem Motto, macht's mit TypeScript. Also das, was die intern machen und das, wie du es dann am Ende verwenden kannst, hat ja gar nichts miteinander zu tun. So, und ich habe eine Seite gefunden in einem YouTube-Video. Ich zeige euch das YouTube-Video mal. Also wir gucken uns das jetzt an. Ich habe ein YouTube-Video gefunden und zwar das da. Und er hat da drin eine wirklich coole Seite gezeigt. Und zwar, guck mal hier, component-party.dev. Kanntet ihr das? Also ich kannte das vorher nicht. Das ist aber extremely nice. Denn man kann hier beispielsweise alle möglichen Frontend-Frameworks vergleichen, wie ähnliche Konstrukte untereinander aussehen. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wie sieht dann State Handling aus in Svelte 4 versus React? Oder wie sieht State Handling aus in Svelte 5 versus React oder in Vue 3 oder in Vue 2 oder so? Sieht man die Unterschiede. Also aber richtig nice. Ah, so sieht es in Svelte 4 aus, so sieht es in React aus, so sieht es in Svelte 5 aus, so sah es in Vue 2 aus. Vue 2 fand ich super nice damals. Das war so das erste Frontend-Framework, wo mir so richtig gefallen hat. Ich habe das Interesse ein bisschen verloren, weil das Upgrade zu Vue 3 sich so schleppend hingezogen hat. Und irgendwann bin ich dann bei Svelte gelandet. Um alle anderen mache ich ein bisschen einen Bogen. Was ich mir irgendwann mal angucken wollte, ist tatsächlich Solid. Weil Solid ist ja, Ich dachte eigentlich, dass Solid quasi wie React ist, nur ohne JSX. Aber anscheinend doch nicht. Weil das ist doch eindeutig JSX hier unten, oder? Es ist HTML in JavaScript. Vielleicht haben sie das auch nur für die Einfachheit halber der Beispiele gemacht. Egal. Zumindest, wir blenden hier mal alles aus. Wir blenden Solid aus, wir blenden Vue aus, wir blenden React. Wo ist denn React? React aus. Da bleibt jetzt nur noch übrig Svelte 4 und Svelte 5. Aber die Seite ist mega poggers, muss man sagen. Und wir gucken uns mal ein paar Beispiele an. Ich habe sogar gesehen, man kann das mittlerweile ziemlich easy ausprobieren. Man muss das nicht mehr offiziell in diesem offiziellen Baukasten machen, sondern wenn man ein neues Svelte-Kit-Projekt anlegt. MKDir. Das Dumme ist, ich guck mal hier. Meine Ordnernamen, Alter. So, wie war das? NPX? Nee. Alter JavaScript-Ökosystem, wie ging das nochmal? NPX? Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Moment, SvelteKit 2 ist das Normale heutzutage, gell? Create. Ich kenne FZF. Ich mag das aber für die History nicht. Ich benutze das sogar auf der Arbeit für Host-Auto-Completion, so nach dem Motto, ich suche die Webserver-Kiste aus dem und dem Projekt. Ja, ich kenne das. Ich habe das, glaube ich, sogar installiert. Ja. Ich habe das sogar installiert. Kennst du C-Oxide? Ja, das kenne ich.
Das ist ein CD in Rust. Verwende ich aber auch nicht. Aus genau dem gleichen Grund, warum ich auch kein FZF verwende für Sachen wie Shell History und sowas. Und das liegt daran, dass ich einen nicht unerheblichen Teil meiner Arbeitszeit auf Remote-Systemen verbringe, per SSH. Und dort ist dieser ganze Kram nicht drauf. Und wenn du dich dran gewöhnst, dass du nur noch CD navigieren kannst mit Z-Oxide, dass du dich nur noch dran gewöhnst, dass deine Bash-History fuzzy searchable ist, dann drehst du durch auf Serversystemen. Weil es hat sehr viel damit zu tun, was man gewöhnt ist zu tippen. Und man tippt ja oftmals schneller, als man wirklich realisiert, was passiert. Man denkt sich im Kopf schon immer das, was dann kommt, und tippt dann weiter, bis man irgendwie feststellt, oh fuck, das ist ja hier gar nicht drauf. Kannst es vergessen. Also das ist der Grund, warum ich das nicht verwende. Ist auch der Grund, warum ich so bei allen Standard-Tools die Standard-Sachen verwende. Warum ich bei LS und auch LS verwende und nicht etwa eines der 5000 LS-Rewrites in Rust. So, wie ging das jetzt hier nochmal? Svelte, create latest my app. Nein, nicht latest. Wir. Example. So. So, angeblich. SvelteKit Demo App. Skeleton Project. Angeblich soll der mich jetzt fragen, ob ich nicht ein Svelte 5 Testprojekt. Ach, hier, guck mal. Try the Svelte 5 Preview. Unstable. Genau, das will ich haben. Browser-Testing. Wer braucht Tests, wenn alles immer First Try funktioniert? Okay, NPM Install. Mal schauen, wie viele Pakete gleich wieder installiert sind. Das sparen wir uns. Das brauchen wir gleich. Okay. Node Modules. Was ist das? Warum sind das nur 28 MB bei einem neuen Projekt? Das ist viel zu wenig. Also ich glaube, unter 2-3 GB Node Modules ist irgendwas verkehrt. Und das funktioniert jetzt, ja? Na gut, immerhin 48 Node-Packages am Start. Was installiert denn der da so eigentlich? Links kann man minus R, was nicht minus R, dass er die Farbe macht. Also guck mal hier, was installiert der? Acorn, was auch immer das ist. Am Projekt, keine Ahnung. Cookie, Debug, Deepmerge. Cleor. Magic String. MS, Nano ID. Pico Colors. Sirf. Viet und Vietfu. Zimmerframe. Zedge installiert. Ja, guck mal, der installiert Zedge. Okay, dann starten wir das mal. Und gucken, wie es mit Svelte 5 aussieht. Achso, nee, Moment. Das machen wir nicht. Das starten wir jetzt nicht. Wir starten jetzt erstmal Visual Studio Code hier drin. Schieben Visual Studio Code auf den zweiten Bildschirm. Und jetzt starten wir den Camp. So. Und jetzt können wir es auch rüberschieben. So, Demo-Anwendung sieht noch genauso aus wie die alte Demo-Anwendung. Nur, dass es jetzt Svelte 5 ist. Source. Was fällt mir denn auf als erstes? Dass ich nicht weiß, wo meine Startseite. Gut, da kann ja noch nichts auffallen, weil das mehr oder weniger plain HTML ist. Ohne Spirenzchen. Svelte ist Firefed. Ja, Svelte ist richtig Firefed. So, und jetzt können wir das mal vergleichen, was der Unterschied ist zwischen 4 und 5. Zum Beispiel eine Sache, die sehr kontrovers war. Also als Svelte 5 angekündigt wurde. Announcing Svelte 5. Svelte 5. Ja. Hier, das war so eines der ersten Sachen,
die bekannt wurde über Svelte 5. Also das haben die dann hier gezeigt. Und da war dann auf Reddit, gingen sie alle wieder ab, dass sie das scheiße finden. Und ein paar fanden es auch gut, aber der überwiegende Teil fand es ziemlich kacke. Ich musste mich auch erstmal am Anfang dran gewöhnen. Ah. Naja, zumindest ist das jetzt der Unterschied zwischen alt und neu. Also früher hat man, wir nehmen das hier einfach mal als Beispiel, ja, wir kopieren uns das mal als Beispiel, dann hier, Cute Chat. Wenn man das... Ja. Also früher hat man State so deklariert. Also man hat überhaupt nicht erkannt, dass das State ist. Das war in Svelte gewisserweise irgendwie Magic. Hat man eine Variable deklariert im Skriptteil und konnte das dann hier verwenden. Ich meine, das ist ein bisschen minimalistisch, das Beispiel. Weil ja auch nichts geupdatet wird oder irgendwas passiert. Zumindest in Svelte 5 ist das gleiche Beispiel ein Ticken länger. Und, also, der einzige Unterschied zwischen Svelte 4 und 5 ist, dass du hier noch State drumherum machen musst. Also, dass das hier nicht mehr automatisch passiert. Ich fand es am Anfang doof, als ich das erste Mal das Beispiel gesehen habe. Habe ich mir gedacht, warum muss man das noch, also warum muss man da noch was drumherum schreiben, wenn das doch automatisch machen kann? Ich glaube, den Vorteil erkennt man erst, wenn man ein bisschen mehr als 3, 4 Variablen hat. Spätestens wenn man Variablen anlegen will, die kein, wie soll man sagen, kein State sind, den du irgendwie im View verwenden willst, aber Svelte automatisch das versucht irgendwie zu tracken, dann bringt es wahrscheinlich was. Fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Auf der anderen Seite, auch als jemand, der jetzt nicht hauptberuflich als Frontend-Entwickler arbeitet, eine Sache, die ich an der neuen Syntax persönlich ganz gut finde, ist, dass man eben halt genau sieht, wann was reactive ist und wann nicht. Oder ist reactive das richtige Wort? Also das ist der Unterschied zwischen Svelte 4 und Svelte 5. Wenn es um State geht. Ich weiß nicht, ob man dazu reactive sagen darf. Weil ist es ja im Endeffekt auch. Du kannst jetzt da ja auch Two-Way-Binding oder sowas machen. Oder man kann ja auch zum Beispiel an der Stelle sagen, hier, das ist ihr Count, ja. Count fängt an mit 1. Ja. Fängt an mit 1 und dann machen wir irgendwie einen Button dahin und sagen hier on. Klick. Das geht übrigens jetzt auch anders. Ich glaube, man kann jetzt einfach sagen direkt on click. Also on click. Und da sagen wir jetzt hier count wenn ich das richtig plus und jetzt sollte der hochzählen, wenn ich hier unten draufklicke. Also sieht man, das geht two-way. Ne? Das geht einmal in den View rein und einmal quasi von interaktiv klicken, dann auch wieder. So, und ich glaube, das Problem, was sie versuchen damit zu lösen, ist, dass wenn ich jetzt noch mehr solcher Dinge habe, hier Count, hier was weiß ich, wenn ich mal angenommen, ich habe jetzt Name und das soll halt wirklich nur intern immer im JavaScript hier oben verwendet werden, dann würde Svelte das trotzdem tracken, ob damit nicht was passiert, obwohl man eigentlich genau weiß, es passiert nichts damit. Und in Svelte 5 passiert das nicht, weil man sagen muss, hier $state. Das sieht mir zu sehr nach PHP aus. Das sieht legit null aus wie PHP.
Ich meine, es ist JavaScript und HTML. Das machst du inline in PHP oftmals auch, ja? Das Ding ist nur. Das Ding ist nur, wie verwendet man das jetzt? Also, machen wir da mal jetzt Svelte 5 draus, ja? Dollar State muss da im Endeffekt bloß hin. Dollar State. Und es funktioniert wieder, ne? Was? Ansonsten muss man da nichts ändern. Muss man das nicht irgendwie includen oder so? Include State? Das scheint Standard Library zu sein. Ja. Okay, und das in den Klammern ist der Initial Value. Dollar State ist insofern schon mal ein bisschen verwirrend für mich, weil Dollar war in Svelte immer Stores. Aber das scheint jetzt kein Store zu sein. Das ist jetzt irgendwas anderes. Moment, das ist nicht TypeScript. Definition. Das ist jetzt irgendwas anderes. Gut. Wie dem auch sei, das Funz. Ich muss mal den Hintergrund hier ein bisschen anders machen. Das sieht ja abartig aus. Ach so. Moment, wir haben ja gar keinen Tailwind. Wie macht man mit Plain CSS Background Color? Haben wir irgendwas? Keine Ahnung. Was ist eine schöne Background Color? Ah, yes. Alter, sieht das kacke aus. Kann man da nicht irgendwas. Kann man nicht irgendwie ein bisschen angenehmeres verwenden, so? Ja. Ey, das ist Alpha. Alpha will ich nicht. Irgendwie sowas hier oder so. Ja, okay, schon nicht mal ganz so schlimm, Oder kannst du Syntax aus 4 und auch in 5 verwenden? Also, Freeze, Dankeschön für den Sub. 420, POC-Subscription. Oder kannst du Syntax aus 4 auch in 5 verwenden? Also, soweit ich das gelesen habe, kannst du die alte Syntax weiterverwenden. Du musst nicht jetzt deine komplette Anwendung umschreiben, wenn du upgradest auf Svelte 5. Was wohl Probleme machen kann ist, oder was schlicht und ergreifend dann gar nicht kompiliert ist, manche Svelte 5-Konstrukte im gleichen File mit manchen Svelte 4-Konstrukten. Also was wohl nicht funktionieren muss, ist Dollar State und die alte und diese alte Schreibweise. Da mag er nicht. Guck, der sagt, Dollar Doppelpunkt ist not allowed in Runes Mode. Das ist die alte Schreibweise für mach irgendwas reaktiv und update das immer, wenn davon sich was ändert. Das kann man nicht verwenden zusammen mit der neuen. Aber was du machen kannst, ist, wenn du jetzt eine Komponente hast, die noch mit der Svelte 4 Syntax geschrieben ist, dann kannst du sie in einem Svelte 5 Projekt einbinden. Beziehungsweise kannst du die auch weiterhin alt. Hast ja gesehen. Ne? Ich kann's auch weiterhin so machen. Und dann funktioniert es auch. Also man kann bloß manche Sachen nicht zusammen im gleichen File verwenden. Aber im besten Fall macht man diese einzelnen Komponenten-Files ja eh halbwegs übersichtlich. So, Class, machen wir jetzt mal nicht Class, Style. Text. Color? Nee, und es ist einfach nur Color in CSS, oder? Ja. Excellent. Massive Web Design. Font Family. Wow, huge. Massive Web Design, so Skills wieder am Start hier. Max ans Trinken erinnern. Ja, mein Wasser ist leer. Ich habe nur noch ein bisschen hier. So, also es geht weiter. Declare State, wissen wir jetzt, dass das funktioniert mit Dollar State. Ich meine, das hat vorher auch schon funktioniert. Das war jetzt recht übersichtlich. You have Docker installed on your system. Ja, no shit, Microsoft. Sag mal, sind die Icons hier neben anders als früher? Oder bin ich einfach nur für.
Möchte mir Microsoft irgendwas mitteilen, dass die C++-Extensions ganz oben stehen? Nee, die sind wahrscheinlich einfach alphabetisch sortiert. Ja, das alles ohne Konzeptzeichnung. So, jetzt geht's weiter mit Update State. Gut, das haben wir ja schon mehr oder weniger gerade ausprobiert, indem ich hier unten bei dem Button der ganzen Sache was zugeordnet habe. Also sprich, das müssen wir nicht ausprobieren. Ändert sich nichts. Bleibt weiterhin, dass man Dollar State. Computed State. Okay, jetzt wird spannend, weil in Svelte 4, und das ist das, was viele extrem mochten an Svelte, ist diese Syntax hier, dass man Sachen reactive macht, beziehungsweise automatisch sich ändern lässt, wenn es Abhängigkeiten untereinander gibt. Also was man in Svelte 4 machen konnte, machen wir jetzt mal ein Beispiel, ja. Oder brauchen wir das gar nicht, machen wir das mal weg. Also was man in Svelte 4 machen konnte, ist, man kann zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich mit einem Console-Log, ja. Also mal angenommen, ich möchte jetzt was ausführen, jedes Mal, wenn sich Count ändert. Da konntest du in Svelte 4 einfach sowas hier sagen. Ja? Log Count. Und jedes Mal, guckt, seht ihr es hier unten? Jedes Mal, wenn sich Count ändert, wird das hier ausgeführt. Das war so diese Reactivity-Syntax von Svelte 4. Und das haben ganz viele Leute extrem gemocht an Svelte. Das war so für viele so ein bisschen wie damals in Vue 2 eben diese so Klassenschreibweise von den Komponenten, die viele gut fanden. Das haben viele extrem gemocht in Svelte. Und das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Ja, und nächstes Beispiel, was man hier drinnen machen kann zum Beispiel, ist, ja, okay, ich will jetzt jedes Mal irgendwie, wenn sich Count ändert, will ich irgendwas damit machen. Ja, zum Beispiel könnte ich sagen, let name Kekkel oder so. So, und jetzt geben wir nicht Count aus, sondern geben Name aus. Und jedes Mal, wenn sich eben Count ändert, sage ich Name gleich, ja, Name plus, das ist jetzt JavaScript, dass das funktioniert. Oh, guckt. Oh. Das geht auch nur in JavaScript, ein String und eine 1 und ein Plus. Und das ist keine Ahnung. Frag nicht, aber das funktioniert. Das war so die Reactivity-Syntax von Svelte 4. So, das hat sich jetzt geändert. Und zwar kann man. Achso, das war die Kurzschreibweise. Das war die Kurzschreibweise von dem, was ich euch gezeigt habe. Also, ne, anstatt das so zu machen, könnte ich auch, solange es einzeilig bleibt, das war auch so ein Ding, was mich immer ein bisschen genervt hat in Svelte 4, dass das nur einzeilig ging. Ja, also sprich, anstatt so hätte ich quasi auch schreiben können. Dollar Name gleich Name. Weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte überhaupt. Plus 1. Könnte ich das hier wegmachen? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Not a number? Naja, funzt gar nicht, guck mal. Ha. Ah, nee, nicht plus 1, plus Count, ich kack nur, Alter. Nee, das geht gar nicht. Wahrscheinlich, weil das nicht belegt ist. Ah, jetzt funzt. So, und das haben sie jetzt abgeschafft. Das haben sie jetzt abgeschafft. Und die neue Syntax ist jetzt explizit, dass man explizit definieren muss, wenn man Abhängigkeiten hat. So genau, warum das derived heißt, habe ich ehrlich gesagt nur semi kapiert. Ach so, Moment, derived, da muss das hier Dollar State sein, dass das funktioniert, oder? Derived wahrscheinlich, weil das, was in Derived drinne steht, hier hinten dann die Abhängigkeiten sind. Also es ist nicht mehr Magic wie in Svelte 4, wo das hier im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass der
gepasst hat, so, was ist da hinten drin, ist das reactive, wie hängt das von ab? Jetzt musst du explizit sagen, ey, ich will eine Variable haben und wenn sich an dieser Variable was ändert, möchte ich das hier neu ausführen. Das geht halt mit dieser Derived-Geschichte. Übrigens, ich habe bis heute nicht gecheckt, warum sich das Runes nennt. Brauchen wir ein cooles Wort für. Ja, also ich könnte da jetzt natürlich auch sowas hier machen. Cackle plus Count und dann wird das auch hochzählen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, geht sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das mag er nicht. Also man kann da nicht auf sich selbst referenzieren, okay. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie oft ich das verwenden werde, weil so einzeilige Sachen reichen mir meistens nicht. Die Frage ist jetzt ja auch, kann man dort irgendwie sowas? Ach so, ja gut, Name. Okay, warte mal, hier schreiben wir wieder Count rein. Kann man da sowas machen wie ausführen bei jeder State-Änderung? Wird nicht funktionieren, oder? Nee, das mag der nicht. Das ist irgendein Objekt, das ist keine Function, aber ich kann bestimmt sowas machen, ne? Aber wird es nicht ausgeführt. Okay, keine Ahnung. Kann man andere Derived-Variablen in Derived reinmachen? Das ist eine gute Frage, das probieren wir mal aus. Machen wir doch mal Name. So, Name ist derived vom... Okay, jetzt machen wir mal Name 2. Name 2 ist derived from... Name plus 1 oder plus Null. Und jetzt geben wir mal hier Name 2 aus. Ja, das funktioniert. Das geht. Also man kann Abhängigkeit von Abhängigkeit von Abhängigkeit machen. Das funktioniert. Oh nee. Nicht wieder heute. Fangt nicht damit an. Dann rege ich mich jetzt 2 Stunden über C++ auf und dann ist der Stream vorbei. Heute nicht. Aber ganz grundsätzlich gesagt, finde ich sehr schwach von einer Programmiersprache, dass eine Endlosschleife ohne Abbruchbedingung undefined behavior ist. Es sollte das machen, was da steht. Ist egal, was der Fall ist, solange es da steht, sollte mein Code genau das machen, was da steht. In jeder normalen Programmiersprache ist das ja auch so, aber nicht in C++. Zumal die eigentliche Sache ja ist, dass die Schleife keine Abbruchbedingung hat, was ja wohl das Problem ist. Und dass sich das dann auch zwischen zwei Compiler-Versionen ändert, von logisch zu unlogisch, ist ja auch nochmal bescheuert. Aber wir machen jetzt weiter mit 12.5. Also das funktioniert schon mal. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, Chat. Welche der beiden Sachen denkt ihr ist besser? Ja. Nehmen wir mal das Beispiel hier unten. Da hat man jetzt die zwei Sachen drin. Also, das ist die Svelte 4 Variante. Das ist so quasi der Klassiker, den ganz viele mochten. Also sprich... Ohne dass du explizit sagen musst, hier tracke mir die Variable. Ohne dass du hier explizit sagen musst, sei reactive, wenn sich was ändert. Bevor ich jetzt sage, was ich denke, frage ich mal, was ihr denkt. Was findet ihr besser? Man könnte auf den ersten Blick natürlich schon sagen, ey, warum machen wir es komplizierter? Svelte 5 ist ja doppelt gemoppelt irgendwie hier mit den Dingen. Also Svelte 5 ist im Endeffekt nur länger.
Für jemanden, der die Sprache zum ersten Mal sieht, ist das Neue besser, okay? Also viele mochten ja gerade das hier und sind deswegen bei Svelte hängen geblieben. Also unter anderem mochten sie sowas hier. Also ich muss sagen, um Leute zu beeindrucken, um zu sagen, boah, ist das eine coole Sache, ist die Svelte 4 Syntax besser. Aber für Klarheit, dass das, was du siehst, auch das ist, ja, also das, was du erwartest, auch das ist, was passiert und dass man es auch besser erkennt, was reactive ist und was nicht, also im Gegensatz zu Undefined Behavior an C++, wo eine Endlosschleife und Abbruchbedingungen Dinger macht, die sie nicht machen sollte, finde ich Svelte 5 besser. Aber gibt es denn jetzt mehrzeilige Computed States analog zu Sternchen, Doppelpunkte? Das habe ich mich auch gerade gefragt, ja. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Das habe ich zumindest in dem Beispiel nicht gefunden. Deswegen habe ich ja eben probiert, ob man da nicht jetzt irgendwie, sagen wir mal, hier zum Beispiel... Ich habe eine Idee. Dollar-Effekt, ja, aber das kommt wahrscheinlich gleich noch. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich auch schon gelesen. Also, was man vielleicht machen kann, ist... Sieht das eigentlich bei sowas hier aus? Nicht wirklich. Das wäre jetzt fast schon React. Jetzt muss ich wahrscheinlich Klammer machen. Das Funst. Das ist aber, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders, oder? Wenn man das so macht. Das funktioniert. Das ist aber, glaube ich, nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Und das sieht auch schon ein bisschen hässlich aus. Wobei man immer noch sagen muss, man versteht tatsächlich ganz gut, was passiert, ja. Ja, also alles in allem, das hat ja sehr viel für sehr viele Diskussionen und Kontroverse gesorgt am Anfang von Svelte 5, von der Ankündigung. Ich fand es auch am Anfang doof, aber es ist schwer zu beschreiben. Kennt ihr das? Ihr habt so einen, als Programmierer oder auch als Admin oder generell als jemand, der in IT arbeitet, hat man so einen gewissen inneren Ordnungssinn. Man hat bei Sachen, die richtig aussehen, ein gutes Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe, wenn ich die Svelte 5 Syntax sehe, das bessere Gefühl als bei der 4er. Die 4er ist so magic und du erkennst vom Angucken her nicht genau, es sei denn, du kennst Svelte gut, was es macht. Wohingegen du die Svelte 5 Syntax anguckst und dir eigentlich sofort klar ist, okay, hier passiert irgendwas mit. Vielleicht weißt du nicht hundertprozentig genau was, aber du siehst schon mal, okay, das ist keine normale Variable. Also ich muss sagen, ich finde das Svelte 5 besser. Findest du, dass Svelte 5 weniger intuitiv aussieht? Ich finde, es ist viel eindeutiger, was es macht. Ja, nimm Svelte. Svelte ist nice. Gibt schon ein Release-Date, irgendwann 2024. Ach ja, und ein weiterer Nachteil ist natürlich von der Svelte 4 Geschichte, dass Svelte alles, was du hinschreibst, irgendwie tracken muss. Und hier nur das, was du explizit markierst, als dass es getrackt werden muss. Also ich glaube, das hat mehrere Vorteile. Über die, sagen wir so, was schöner ist, kann man sich sicherlich drüber streiten. Auch was intuitiver ist, kann man sich sicher drüber streiten, ja. Ich persönlich kann der Svelte 5 Sache tatsächlich mehr abgewinnen, jetzt nachdem ich mir es ein paar Mal angeguckt habe, als der Svelte 4 Sache. Aber es wird auch handfeste Vorteile haben bei ein bisschen größeren Anwendungen. Ich glaube nicht, dass sie das einfach just for fun gemacht haben. Ich kann euch nicht sagen, was, weil ich keine größere Svelte-Anwendung irgendwie betreue. Aber ich gehe davon aus, dass es noch weitere Vorteile haben wird. Und nicht nur, dass es schneller ist. Wobei das bestimmt auch eines der Punkte sein wird.
Seiten. Die Seite zeigt ja nur an, was der Unterschied ist und nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Da müsste man irgendwelche Blogposts lesen. Ja, wie zum Beispiel hier, das da. Okay, gucken wir mal weiter. Also, das so sieht das mit Variablen und State aus. Ich bin mal gespannt, was sie bei, was sie mit Stores jetzt machen. Weil ich habe im Vorfeld schon gelesen, es gibt keine Svelte Stores mehr. Stores war, um es kurz zu erklären, Stores war eine Möglichkeit in Svelte, Variablen anwendungsweit zur Verfügung zu stellen, quasi Global Variablen. So. Also quasi sowas hier, nur global. Was durchaus sinnvoll ist, zum Beispiel, stellt euch vor, euer User loggt sich ein und ihr braucht den Usernamen auf mehreren Unterseiten in mehreren Unterkomponenten. Ja? Wie wollt ihr das sharen? Ja? Und da hast du dann beispielsweise einen Svelte Store gemacht. Der war dann anwendungsweit verfügbar und du konntest das in jeder Komponente importieren und dann konntest du auf den Usernamen zugreifen. Das gibt's jetzt nicht mehr, habe ich gelesen. Moin, Sarix. Also, weiter geht's. Update State, Computed State haben wir uns jetzt auch schon angeguckt. So, Templating. Geht's jetzt weiter. Minimal Template. Da ist legit kein Unterschied. Styling. Da ist auch kein Unterschied, oder? Seht ihr da einen Unterschied? Oh. Nee, ich sehe keinen Unterschied. Loop. Le Loop. Sehe ich auch keinen Unterschied. Ach ja, und übrigens, eines der coolen Sachen ist, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, weil jemand gefragt hat, man kann Svelte 4 Syntax auch in Svelte 5 benutzen. Man kann bloß nicht alles mix und matchen, wie man will. Okay, Loop ist das gleiche. Event-Click. Ah, das ist nicht das gleiche. Also einmal hier die State-Geschichte, aber auch On-Click. Jetzt bin ich irritiert. Ist das nicht hier der normale Vanilla-Plain-JavaScript-On-Click-Händler von einem Button? Also wenn ich Button-On-Click schreibe in Plain-JavaScript, dann sieht das genauso aus. Anscheinend haben die ihre eigene Event-Syntax in die Tonne gekloppt jetzt. Das ist in der Tat recht interessant. Also, das müssen wir mal ausprobieren. Also sprich, das sollte jetzt funktionieren. Ah, es funktioniert beides noch, okay. Hätte das denn auch funktioniert in der alten... In der alten Schreibweise. Okay, genauso. Ja, das ist anscheinend das eine nicht vom anderen abhängig. Okay, es geht jetzt beides. Man kann jetzt, also wahrscheinlich sollte man jetzt das Neue verwenden. Man braucht keine spezielle Event-Syntax mehr in Svelte, sondern kann einfach die Built-in-Event. Das ist gut, ganz ehrlich, da würde ich einfach sagen, das ist grundlegend einfach mal besser. Warum eine extra Spezial-Syntax, wenn man auch die Built-in-Syntax benutzen kann? Die Frage ist jetzt viel eher, gehen damit auch solche Sachen wie, oh, was war das? Prevent? Oder, oh, fuck, das weiß ich nicht mehr. Svelte, Prevent, Default, gab es doch irgendwie so ein... On-Click. Ja, Prevent, Default konnte man in Svelte machen. Geht das jetzt hier auch? Ah, das geht nicht. Und das geht nur noch so? Jetzt bin ich unschlüssig, ob das Neue jetzt so viel geiler ist, weil man die Modifier nicht mehr verwenden kann. Aber habe ich zu wenig Beispiel von gesehen jetzt. Keine Ahnung. Aber die braucht man auch relativ selten. Braucht man eigentlich hauptsächlich Performs und solchen Sachen. Finde ich aber gut, dass man jetzt normale
normale Event-Händler-Syntax verwenden kann, anstatt dass man Doppelpunkt braucht. Was macht Prevent Default? Wenn ich dir sage, dass Prevented das Default-Verhalten, sagt dir das wahrscheinlich nichts. Stell dir mal vor, du hast eine Form mit einem Submit-Button. Der Submit-Button macht standardmäßig ein Post-Request gegen den Server. Wenn du das nicht willst, brauchst du Prevent Default. Ja, wenn du sagst Type Submit und du klickst hier drauf. Achso, Moment, das ist ja nicht innerhalb von einem, nicht innerhalb von einer Form, gell? Wie geht das? Form? Okay, ich bin kein JavaScript-Hacker, man. Also er macht jetzt Server-Requests, wenn du das hier action/cackle. Wie ging? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, guck. Genau. So. Der Default-Verhalten von so einem Button ist, dass er einen Post macht auf den Form-Endpunkt. So, und wenn du jetzt sagst hier on click prevent default. Achso, ich brauche einen Händler, ja. Dann macht er nichts mehr. Dann führt er nur noch mein Event aus und macht keinen Post-Request mehr. Wenn ich Prevent Default wegmache, dann schickt er das. Dann schickt er wieder einen Post-Request. Also, das braucht man bei so Sachen wie beispielsweise Submit-Buttons in der Form und sowas. Er kommt nicht oft vor, dass man es braucht. Aber wenn man es braucht, ist man froh, dass es da ist. Gut, anscheinend kann man in Svelte 5 jetzt die normale Event-Syntax verwenden von Buttons. Okay, das ist doch schon mal auch nicht verkehrt. Ja, das heißt, wenn man onclickt, der fehlt für das Default-Fall immer nicht überschritten. Nee. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. So ist es. Nur wenn du einen onclick definierst, heißt nicht, dass er das nicht das Default macht. Du könntest in der Funktion selber, du kannst ja auch noch sagen Event prevent default. Das würde auch funktionieren. Guck, jetzt macht das auch nicht. Das ist quasi ein Shortcut dafür, dass du es selbst im onclick überschreiben musst. Finde ich eigentlich ganz nice, dass das gibt. Gibt's übrigens in Vue auch. Ich gehe mal davon aus, in vielen anderen Frontend Frameworks tut das. Wird das auch so funktionieren? Okay, also, ja, kann man jetzt verwenden. Alles gut, nice. DOMREF. Oh, das ist eine ganze Ecke kürzer geworden. OnMount. Ah. Guck mal, es gibt keine Lifecycle-Events mehr. Kann das sein? Also bisher hat man in Svelte beispielsweise, wenn die Komponente eingehängt wird in dein HTML-Element, in dein HTML-Baum, konnte man beispielsweise bei OnMount einmalig was ausführen lassen. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr habt ein Formular und ihr wollt, dass dort, sobald das eingefügt wird in die Webseite, die erste Zeile Input fokussiert wird. Dann hättet ihr das früher so machen müssen. On Mount und dann Input Element Focus. Und damit man auf das Input Element referenzieren kann, musste man das quasi hier so binden dran. Das ist übrigens, das fand ich damals schon übelst umständlich. Ist anscheinend jetzt immer noch das gleiche. Und jetzt gibt es wohl Effekt oder Dollar Effekt, was mich ein bisschen an React erinnert, ja. Dollar. Ach, ist Dollar-Effekt sowas wie früher Doppelpunkt? Dollar-Doppelpunkt? Also, bauen wir hier Dollar-Effekt. Dann kann man da einfach. Probieren wir mal. Log. Und jetzt immer, wenn sich Count ändert, wird das gelockt. Ah ja. Okay. Also Dollar-Effekt. Das heißt im Endeffekt, Doppelpunkt, also Dollar Doppelpunkt ist das alte Effekt, beziehungsweise Effekt ist das neue Doppelpunkt, Dollar Doppelpunkt.
Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, was da geiler ist. Ich denke mal, im Endeffekt ist Effekt wahrscheinlich weniger Magic, weil wenn du es Welt nicht kennst, hast du keine Ahnung, was Dollar Doppelpunkt ist. Auf der anderen Seite, jeder, der sich 5 Minuten mit Svelte beschäftigt hat, wird Dollar Doppelpunkt kennen. Ansonsten ist es einfach nur ein bisschen mehr. Aber ich bin da auch nicht tief genug drin, um die Unterschiede jetzt so direkt rauslesen zu können. Zumindest ist Dollar Effekt anscheinend jetzt das gleiche wie Dollar Doppelpunkt. Okay, warum nicht? Gewöhnt man sich auch dran. Ich persönlich finde es gut. Ich finde, es ist weniger Magic. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das absichtlich gemacht wurde, weil es auch nicht nur die, wie soll man sagen, die Optik hier im Source Code verbessert, sondern auch anderweitig Vorteile hat. Sei es nur Performance. Gut, DOM-Referenz vom Element müssen wir uns nicht angucken. Das funktioniert noch genauso wie in der alten Svelte-Version. Du definierst eine Variable. Die machst du jetzt witzigerweise mit Let und nicht mit State. Gut, weil es kein State ist. Weil es einmalig reingeschrieben wird und dann war es das. Aber dass es on mount nicht mehr gibt, finde ich schade. Wobei ist die Frage, gibt es denn on mount auch gar nicht mehr? On mount? Doch, gibt es immer noch. Also kann man immer noch verwenden, wenn man will. Der Unterschied ist jetzt halt hier, dass. Guck, der Unterschied ist halt hier, dass Dollar-Effekt jedes Mal ausgeführt wird und Dollar-Mount wird nur einmalig ausgeführt beim Einhängen der Komponente. Ja, das ist aber dann ein doofes Beispiel. Es gibt ja durchaus Sachen, die man einmalig nur machen möchte und nicht bei jedem Mal ändern von der Variable. Ja? Zum Beispiel initial irgendwie was runterladen von irgendeiner API oder so. Aber wisst ihr, ich glaube, auch eines der Änderungsgründe, warum die so viel geändert haben, ist, dass Server-Side-Rendering besser funktioniert. Was ich ja bei SvelteKit sehr, sehr selten benutze. Ich glaube, das liegt auch mit daran. Weil das waren hier so Dinger, die sind nur im Browser gelaufen. Und da weiß ich nicht, wie es hier ist. Ob das dazu beiträgt, dass du die Seiten schon besser vorrendern kannst, bevor du sie initial auslieferst. Kein Schimmer. Aber zumindest muss man noch mit Effekt auch irgendwas, dass es nur einmalig ausgeführt wird. Es wäre doch blöd, wenn das nicht funktioniert. Dollar State, ja, das haben wir gerade schon ausprobiert. Ja, Effekt. To run Side Effects, Leute. Ja, das haben wir auch schon gecheckt. Wow! Jetzt wird's aber advanced hier. If a co Aha, so macht man jetzt on mount. Okay, das ist komplizierter als früher. So, also entweder kann man Effekt benutzen, so als jedes Mal ausführen, wenn sich der Value ändert, oder man kann einen Callback zurückliefern. Nee, if a callback is provided, it will run immediately before the effect reruns, be when the component is destroyed. Hä? Da kann man irgendwie. Hä? Da kann man doch irgendwie aufräumen lassen oder so danach. Okay, das wird man. Okay, das guckt, das ist das, was ich schon vermutet habe. Das replaced Dollar Doppelpunkt. Effect only run in browser, not during server-side rendering.
Aha. Untrack. What? Effect Pre? Jetzt wollen sie es aber wissen, ja. Okay, da muss ich mich noch mal ein bisschen. Aber ich sehe jetzt noch nicht, wie sich Effekt. Die schreiben mir was von On Mount, aber ich sehe jetzt nicht, wie ich damit On Mount ersetzen kann. Gibt es hier vielleicht irgendwelche. Nee. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwelche Effekt-Arcs oder so, aber das ist undefined. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit On Mount ersetzen soll. Wenn die Variable Untrack ist. Aber was soll Untrack? Aha! Oh, das ist ja aber schon ziemlich magic, oder? Also würde ich jetzt sagen, Untrack Count? Nee. Hä? Das macht es schon ein bisschen komplizierter. Ach so, da muss der Callback dann rein. Also im Endeffekt. Oh, das ist ja. Was ist denn das, Mann? Und jetzt kann ich sagen, Lock, Count. Und das ist jetzt quasi der Ersatz für On Mount. Guck, jetzt wird es nämlich auch nicht ausgeführt. Jetzt wird es auch nur einmalig. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ganz ehrlich. Da ist On Mount doch schon irgendwie die schönere Variante, oder? Was denkt ihr? Ich meine, On Mount ist vollkommen klar, was passiert. Wird einmal beim Einhängen der Komponente ausgeführt und ja, zum Glück gibt es On Mount noch. Aber das ist doch echt ein bisschen durch die Brust ins Auge. Aber es hat auch seinen Vorteil. Wenn ich irgendwo mal auf einen State zugreifen möchte, innerhalb von Effekt, will aber nicht. Dass durch diesen State getriggert jedes Mal die ganze Funktion läuft, dann ist Untrack sinnvoll. Weil das war tatsächlich ein Problem, wenn man die alte Syntax verwendet hat. Also mal angenommen, wir machen jetzt mal ein sinnloses Beispiel, ja. Mal angenommen, ich wollte jedes Mal, wenn sich Count ändert, Count ausgeben, aber zusätzlich wollte ich auch noch Name ausgeben. Dann wurde jetzt bei jeder Änderung von Name und bei jeder Änderung von Count das Ganze getriggert. Und jetzt würde ich dann quasi sagen, Untrack an der Stelle. Ja, gut, mit dem geht's ja so an der Stelle. Und jetzt wird das nicht jedes Mal ausgeführt, wenn sich Count ändert. Das macht durchaus Sinn, dass es das gibt. Okay. Ja, okay. Leuchtet ein. Also es gibt keinen direkten Ersatz für Dollar Doppelpunkt. Weiß ich noch nicht. Die haben auch viele Verbesserungen für Server-Side-Rendering drin. Ich gehe davon aus, dass es da schon einen Ersatz für gibt. Hallo Max, bist du am Merken? Ja, ich bin gerade in deinem Twitch-Account drin. Gebaitet, eigentlich habe ich die Chat-Nachricht selbst geschrieben. Moment, wir brauchen die richtige. Jetzt, okay. Wobei ich ja mittlerweile die Variante bevorzuge. Alter, ich bin müde. Warum? Mann, es ist 17:33 Uhr. Cakewait. Okay, also lass uns mal weiter gucken. Event Click.
Das hatten wir schon. Domref hatten wir auch schon. Conditional. Okay, was ist der Unterschied? Const Traffic Lights. Let in. Okay, das ist State. Das hatten wir schon. Es ist nicht mehr Dollar Doppelpunkt, sondern es ist derived. Ja. On Click ist anders. Und der Rest ist gleich. Ja, das Beispiel, keine Ahnung. Lifecycle. Ah ja. Aber das Beispiel ist doof, weil wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, ist onMount nicht exakt äquivalent zu $Effect. Sollte sich nämlich PageTitel ändern, dann wird das hier neu ausgeführt. Und hier nur einmalig beim Seiteladen, beziehungsweise beim Komponente einfügen. Also das Beispiel ist nicht richtig, was hier steht. On Unmount. Ah ja, gut, guck, hier sieht man das, was wir eben gelesen haben in der Hilfeseite von Effect. Wenn auch super umständliches Beispiel, aber okay. Man kann eine Funktion zurückliefern und die wird dann quasi so als Cleanup ausgeführt. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber ich meine, seriously, warum nicht einfach on destroy verwenden? Ich finde das deutlich klarer als Effect für on mount und on destroy. Aber es bleibt ja weiterhin drin, man kann es ja weiterhin verwenden. Also für solche Sachen werde ich weiterhin on mount, on destroy verwenden. Das finde ich unnötig kompliziert hier. Hier versteht jeder, was passiert, oder? Und das war ja auch mein Argument für die andere Sache oben, dass man in der Svelte 5 das besser versteht, was passiert. Aber hier versteht man eindeutig die 4er-Version, wie sie es schreiben, besser. On destroy, was passiert, wenn die Komponente quasi rausgeschmissen wird aus der DOM, dann wird Clear Interval ausgeführt. So. Und hier, hä, what? Werde ich weiterverwenden. 12.5, ja. Wir gucken uns gerade Unterschiede an. Also finde ich das hier schöner. Okay, was geht weiter? Component Composition. Import User Profile. Okay, import hier nochmal Svelte-Komponente. Weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber das ist 1:1 Use Effect aus React. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob es so ist. Weil ich bin kein React-User. Ich habe keine Ahnung von React. Was genau ist hier der Unterschied? Nichts, oder? Genau das Gleiche. Was? Emit to Parent. Ah, Event Handling, okay. Ach stimmt, da gibt es ja noch eine zweite Datei, tatsächlich. Ha. Oh, das sieht tatsächlich anders aus jetzt. Was haben wir denn hier jetzt? Export LED. Name, Age, Favorite Color is available. Da unten drunter, der Kram ist alles gleich. Und jetzt, was ist das? Const? Ne. Okay, das finde ich jetzt auf den ersten Blick irgendwie unintuitiver. Das hat aber bestimmt auch seinen Sinn. Wahrscheinlich kann man jetzt einfacher Properties durchreichen oder sowas. Aber das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht zu. Lass uns das mal ausprobieren. Man, irgendeinen Vorteil muss das Ganze ja haben. Legen wir mal eine Komponente an, irgendwas Kleines, so das Ganze. Lip.
Wie machen die coolen Leute es unter Lib einen Components-Ordner? Oder? Wie machen das die coolen Svelte-Leute? So, machen wir jetzt hier Kekkel.svelte. Beste Svelte-Komponente überhaupt. Die kann nur eine Sache ausgeben, nämlich Kekkel. Und das binden wir jetzt in unsere Page ein. Und zwar hier oben drüber, Kekkel. Oh ne, Visual Studio Code hat's mal wieder nicht gecheckt, Mann. Warum ist Visual Studio Code so pepega teilweise? Reicht aber, wenn ich reloade? Oder muss das groß geschrieben sein? Das muss groß geschrieben sein, gell? Oder nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo das hin muss. Import? From? $lib? Muss das groß geschrieben sein? Oh ne, wie funktioniert denn das jetzt nochmal? Ach so, ah ne, das muss man nicht. Ah, okay. Keine Klammern. Dann funzt das auch. Warum erkennt Visual Studio Code das nicht? Ja, da ist es doch. Und stylen wir das jetzt mal. Super High IQ. Styling. Style. Color. Brown. Red. Und jetzt machen wir da mal eine H2 draus. Dann ist schön fett. So, unsere Kekkel-Component ist am Start. So, und was kann die jetzt exportieren? Das muss ich jetzt versuchen mal zu checken. Also, früher hätte ich da jetzt gesagt, okay. Früher hätte ich gesagt, Script und jetzt Export, Let, sagen wir, Text zum Beispiel. Default Text ist Kekkel. So, und hier rendern wir jetzt den Text, den wir übergeben. Nicht Text, aber. Ja, das Funst. So, jetzt kann ich das Ganze hier drin überschreiben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Text ist jetzt nicht Kekkel, sondern Lull. Und dann steht da Lull drinne. So, und was ist jetzt der Vorteil von dieser komischen Geschichte hier? What the fuck? Also, wenn man darf das nicht mischen, okay. Also, anstelle... Okay, also... Anstelle von Export Let sage ich jetzt Text gleich sowas hier. So, und dann funzt's wieder. Aber was ist jetzt der Vorteil davon? Außer, dass es komplizierter ausschaut. Das check ich nicht. Was bringt das jetzt? Guck mal doch mal. Okay, Props. To declare component props, use the props rune. Okay, ja, haben wir gemacht. Dass du alle Props in einem Projekt, in einem Objekt... Ja und, was interessiert mich das? Ob ich jetzt 5 Exports untereinander schreibe oder das hier geklammert, macht doch für mich keinen Unterschied. You can use familiar... Aha, okay. You can use familiar destructing syntax to rename props in case... Ja, gut, das ist ja sehr, sagen wir mal, Nische jetzt, dass man Schlüsselwörter, dass man quasi Prop-Namen wie Schlüsselwörter braucht. Aber okay, gut, dass to get all properties
Use REST Syntax. Ah. Ach so. Okay, das ist, glaube ich, ganz nice. Da bin ich mir jetzt... Also, ich glaube, das ist ganz nice. Da kann ich jetzt zum Beispiel sowas hier machen. REST, nennen wir es mal. So. Okay, okay. Und mal angenommen, ich übergebe jetzt hier sowas wie optional, ja, irgendwie... Ich übergebe jetzt sowas wie... On-Click... Okay, ich glaube, das ist tatsächlich sehr nice. Ich übergebe jetzt on-click. Count plus plus. Ja. So, und in diesem Rest ist jetzt... So, mal angenommen, ich habe jetzt hier drinne... Wir machen das mal weg. Ich habe jetzt hier drinne einen Button. Wir kopieren uns mal den Button. Ich habe jetzt hier drinne einen Button. Und der kriegt jetzt... Ja, wie mache ich denn das? Dollar, Dollar, Rest vielleicht? Nee, what the fuck? Ups, so? Rest? Nee. Einfach so? Nee. Ah, ich hab gedacht, das funktioniert. Das sind Runes. Nee. Ich dachte, so funktioniert das. Das wäre nämlich nice, wenn man das machen könnte, aber so glaube ich. Also man kann es destructen. This replaces export let export, ja, ja. Syntax. It also replaces dollar dollar props and rest props. So richtig checken tue ich sein. Also, wisst ihr, was ich jetzt eigentlich dachte ist? Man kann so quasi Sachen durchreichen an Child-Elemente innerhalb dieser Component, ohne dass ich jeden Mist extra definieren muss. Das ging vorher auch schon, war aber vorher ein bisschen... Ach so, ja, weiß ich nicht. Was ist mit... Der Chat hat ja da immer ein bisschen... Alter, ich kann da immer geschweifte Klammern. What the f... Ah, das funzt. Nice! Ja, das ist cool. Das ist cool. Okay, das gefällt mir. Das hat was. Ich mach mal kurz hier unten den Kram weg. Guckt mal. Moment. Okay, Count muss ich da lassen. Ich mach mal nur den Button weg. Ja, das ist in der Tat jetzt wirklich nice. Also nur mal zur Erklärung. Guck mal. Ich übergebe hier... Ich meine, das kennt er jetzt natürlich nicht, oder? Weiß er, dass ich on... Key oder so? Weiß er, dass es in einem Button sitzt? Ist er so schlau? Also, guck mal. Ich übergebe hier... Als Property gibt es Text... Text ist das Einzige, was ich definiert habe. Aber ich kann auch on-click zum Beispiel übergeben. Und on-click hänge ich dann hier unten drunter an den Button. Das heißt, ich kann jetzt hier alles durchreichen an den Button in der Component. Also auch sowas wie ja on-key-down und solche Sachen. Das ist cool. Das finde ich ganz nice. Kann ich auch sowas durchreichen wie Class gleich? Class gleich? Ja, keine Ahnung. Hallo? Red? Nee, das funzt nicht. Das liegt da bestimmt daran, weil das irgendwie reserved ist. Das funktioniert bestimmt auch irgendwie, wenn man es gescheit macht. Aber nicht direkt. Aber Moment, ist ja auch nicht Class. Style will ich durchreihen. Das funzt! Ja, das ist cool, dass das geht. Das gefällt mir in der Tat ganz gut. Dann kann man quasi jetzt auch
Komponenten stylen, wie man das in Vue machen konnte. Ohne Trick 17. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja. Ja, das hat was. Das hat was. Das ist eine gute Änderung. Also, ich werde immer noch nicht so ganz mit dieser Syntax da oben warm, ehrlich gesagt. Aber das gefällt mir. Das ist cool. Was schreiben die sonst noch so? Oh, nix weiter, oder? Was wird gebaut? Gar nichts. Wir gucken uns die Unterschiede zwischen Svelte 5 und Svelte 4 an. Ups. Nee, das gefällt mir. Das ist nice. Das ist nice. Dass man das so durchreichen kann. Vor allem durchreichen kann, ohne irgendwelche Magic-Sachen. Es gab ja vorher auch schon so komische Dinger hier. Aber das ist jetzt relativ klar. Du siehst hier oben, okay, restliche Sachen stecken hier drin. Und hier werden die dann quasi destructed. Sehr nice. Das ist eine gute Sache. Das gefällt mir. Okay. Also, proper. Ja, und ansonsten, hat es sonst irgendwelche Vorteile? Nö, oder? Einfach, dass es ein bisschen hübscher ist. Wobei das hier, da kann man sich jetzt echt drüber streiten. Also ich muss sagen, Export LED finde ich optisch schon etwas schöner als so wie es jetzt ist in 5. Aber das Destructing finde ich tatsächlich in 5 sehr, sehr nice. Ja gut. Ah, muss man sich dran gewöhnen. Es ist aber nicht so eine große Umstellung wie damals von Vue 2 auf Vue 3, wo gefühlt alles anders aussah. Man konnte zwar das alte noch verwenden, aber keiner wollte. Übrigens, vieles davon ist ähnlich, wie sie es auch in Vue 3 gemacht haben. Ja, in Vue 3 heißt es einen dann Use Ref und so Zeug. Okay, nice. Ah, das gefällt mir schon mal. Emit to Parent. Ich sehe keinen Unterschied. Ach so, ich muss den Button gucken. Oh, okay. Ach so. Jetzt ergibt das mit den Props noch einmal ein bisschen mehr Sinn. Man kann quasi auch darüber logischerweise dann Events bzw. Funktionen austauschen. Ja, das ist cool. Wobei, warum ging das eigentlich im Alten nicht schon? Ich hätte es eigentlich fast erwartet, das ging im Alten auch schon. Aber anscheinend nicht. Ja, also in Svelte 4, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern, da musste man so komische Dinger hier machen. Also wenn du eine Custom-Komponente hattest und die sollte ein Event werfen oder auch nur das Button-Event irgendwie durchreichen, dann musste man das mit Create-Event-Dispatcher machen, okay. Ja, also sprich, das, was wir hier gemacht haben, wir haben quasi intuitiv das gemacht, was sie in dem nächsten Beispiel erklären. Nee, keine Ahnung. Odol mit. Wir haben das nächste Beispiel schon vorweggegriffen, ohne dass wir es gesehen haben. Die machen nämlich genau das hier. Guck mal, die reichen quasi Child-Elemente, Events durch an die Parent-Komponente hier mit OnClick in dem Fall, ja. Also wir geben die Funktion da rein, aber das OnClick-Event kommt ja von dem Button hier in der Child-Component. Und das ging anscheinend vorher nicht. Vorher musste man wohl jedes Event, was man weiterreichen möchte, von einem
ja, quasi nested Element in der Child Compound musste man irgendwie explizit nochmal exporten. Ja, das ist nice, dass das jetzt nicht mehr braucht, dass man das jetzt nicht mehr braucht. Das finde ich schon mal viel besser so. Dann nehme ich auch diese komische Prop-Syntax in Kauf. Das finde ich cool. Doch, das hat tatsächlich was. Dein Stream ist super. Das ist schön, dass dir das gefällt. Pog. Oder um nicht zu sagen, sehr, sehr... Nice. Chat wieder super freundlich zu neuen Leuten. Ja, ich sehe es schon. Ja, das ist gut. Ich glaube, das werde ich ausgiebig benutzen. Wenn dann Svelte 5. Wenn der Fiat-Champ irgendwann mal weiterentwickelt wird, was er ja nicht notwendig hat, weil es sind ja keine Probleme bekannt, wie man hier sieht. Das ist alles Skill-Issues auf User-Seite. Wenn er mal irgendwann weiterentwickelt wird, dann... Oh, guck mal! Ich habe die 80 Sterne. Nice. Dann kriegt das ins Feld 5 Frontend. Nicht won't fix. Ich brauche Hashtag Skill Issue. Es ist ja offensichtlich der User-Fehler, dass es keine ARM64-Version gibt, oder? Kann ich doch nichts für. Wobei, jetzt so blöd klingt, ich glaube, es gibt wirklich eine ARM64-Version davon. Moment. Ach nee, gibt's nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Es gibt nur eine AMD64 und eine ARMv7 Version. Auf der anderen Seite, der kann doch ohne Probleme die ARMv7 auf ARM64 laufen lassen, oder? Natürlich geht das. Also ich bin jetzt da immer fest davon ausgegangen, dass das funktioniert. Guck mal hier, gar nicht so wenige Downloadzahlen der Fiat Champ. Dreizehntausend Downloads hier. Pog. So, Leute. Ich hab Hunger. Ich muss mir gleich was zu essen holen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir können auch kurze Pause machen. Ich esse was, wir gucken irgendwas und danach machen wir weiter. Könnten wir auch machen. Pause Champ sozusagen. Real Life Pause Champ. Eating Champ, ja. Dinner Champ. Okay, was ändert sich noch? Slot ändert sich. Svelte 4 versus Svelte 5. Ich sehe keinen Unterschied. Da müssen wir hingucken. Funny Button. Okay, ich sehe einfach, dass es größer, dass es länger ist. Let. Okay, was bin ich hier sehend? Let Children Props? Render. But why? Was ist der Sinn davon? Also Slot ist bei Svelte quasi ein Platzhalter, wo andere Komponenten, also andere Sachen eingesetzt werden. Also ich kann zum Beispiel, ich zeige euch das mal, ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, keine Ahnung, Diff, da schreibe ich rein Slot.
Oh, Slot. Und jetzt kann ich in die Komponente kann ich noch was reinschreiben, was dann in den Slot gerendert wird. Zum Beispiel keck-w. Guck, und dann taucht das da drinnen auf. Der rendert quasi das, was ich hier reinstecke, in den ersten Slot. Vorher konnte man nicht selektieren, wo was angezeigt wird, wenn es mehrere sind. Doch, oder? Du konntest doch Name-Slots verwenden. Du konntest sagen Name, keck-w. Und dann konntest du das irgendwie. Frag mich nicht mehr, wie das genau funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie man da. Also. Da bin ich jetzt überfragt, wie man das jetzt dort richtig reingerendert hat. Musste man dann hier irgendwie sagen, Slot oder so? Keck-w. Ja, so ging das. Ne? Kannst du. Aber da verstehe ich jetzt den Sinn davon, ehrlich gesagt, nicht. Slot Render. Ja, if. Ja, okay, das leuchtet mir alles ein, aber. Slot. Da müssen wir uns jetzt mal. Render. Ja. Snippets? Ist hier drinne? Endhändler Functions? Render. Add Render. Hier ist nichts drinne. Ist. Ah, doch, tatsächlich. Okay, also, das Ganze ist wohl ein Bestandteil von Snippets. Was auch immer. Okay, Beispiel. Snippets and render tags are a way to create reusable chunks of markup inside your components. Also quasi kleine Subkomponenten in der Komp. Naja, nee, nicht Komponenten. Klein. HTML, ja, Snippets halt. Wiederverwendbare. Ach so! Ich glaube, so langsam aber sicher check ich, worauf das rausläuft. Ich könnte jetzt quasi sowas hier reinschreiben und das irgendwie mehrfach verwenden. Wie referenziert man da jetzt drauf? Also hier, kein Slot. Oder wie auch immer. Und wie referenziert? Das muss ich auch mal durch. Das könnte tatsächlich was Cooles sein. If Image. Snippet. Ah, ach so. Okay, das ist in der Tat doch ganz cool. Ich checke noch nicht, was es mit Slots zu tun hat, ehrlich gesagt, aber okay. Das ist in der Tat ganz cool. Also, kopieren wir das mal. Snippet. Das nennen wir nicht Figure, das nennen wir Kacke. Image. Source. Ja. Ja, ist mir alles egal hier. Achso, der sagt, dass ich kein Alt-Text habe. So, jetzt haben wir ein Snippet-Cackle. Was jetzt ja so nichts macht. Und jetzt kann ich sagen, ich will das mehrfach rendern an unterschiedlichen Stellen. Und wie? Add Render. Okay. Also Add Render Kekkel. Da ist es einmal. Und jetzt? Aha! Okay, das ist nicht übel. Das ist tatsächlich ganz cool. Ich habe jetzt wirklich gerade nicht greifbar, weil ich das gebraucht hätte, aber ich gehe davon aus, wenn es das gibt, man braucht es tatsächlich öfters. Das Beispiel ist doch gar nicht so schlecht. Guck mal. Die wollen beide Male, wollen sie hier Image-Sachen rendern.
Einmal bei der Bedingung und einmal Default im Endeffekt. Ach nee. Einmal, wenn das gesetzt ist und einmal das, wenn das gesetzt ist. Okay. Heißt im Endeffekt, wenn ich beispielsweise, ich hab ein gutes Beispiel. Avatarbilder zum Beispiel, ja? Avatarbilder braucht man mehrfach auf der Seite mit ein paar unterschiedlichen Settings, vielleicht. Und dann legt man sich einmal hier das Snippet für Avatarbilder an und kann das dann rendern. Ja, irgendwie, was weiß ich, oben links in der Komponente und dann irgendwie nochmal in der Mitte von der Komponente, was auch immer. Ich habe gerade noch kein wirklich so richtig greifbares, richtig gutes Beispiel für, aber ich glaube, das kann man gut verwenden. Ich meine, an der Stelle ist es natürlich bescheuert, was ich hier gemacht habe, das Beispiel, weil ich könnte genauso gut das hier alles weglassen, eine Schleife machen, ja, eine Schleife machen, fünfmal Image reinpasten, ne? Da brauche ich kein Margat. Was es natürlich in der Tat ganz interessant macht, ist, dass man jetzt hier verschiedene Parameter reinstecken kann. Also ich kann beispielsweise hier Parameter reinstellen, über Name. Gibt es Default-Parameter bei JavaScript? Ja. Geht else im Snippet? Höchstwahrscheinlich, ja. Gucken wir doch mal. Sagen wir mal, Default Name ist leer. Dann machen wir jetzt mal so. If. Moment, Svelte if. If. If not name, dann Kekke. Okay. What? Name is deprecated? Ich glaube, JavaScript spinnt einfach nur rum. Aber jetzt ist es weg, ja. Okay, oder alternativ will ich einfach, Name anzeigen. Ja, das funktioniert, guck mal. Wenn ich hier was reinschreibe, dann wird das gerendert. Und wenn ich nichts reinschreibe, also wenn ich hier irgendwas reinschreibe, wird das gerendert und ansonsten wird das gerendert. Das ist wirklich cool. Vor allem kann man das jetzt mehrfach an der Seite verwenden. Mir fehlt leider so ein richtig gutes Beispiel jetzt dafür, aber ich habe so irgendwie das, mir juckt so in den Fingern zu sagen, so, das ist sehr praktisch. Und was hat das jetzt mit Slots Replacement zu tun? Snippet Params can be destructed. Aber wieso Svelte, wenn man auch Vue nutzen kann? Warum benutzt du Vue und nicht React? Oder jQuery? Oder Solid? Oder Knockout.js? Oder gar Angular? Doch, das gefällt mir, das hat was. Snippet Scope. Passing Snippets to Components. Oh, das ist cool. Ja gut, Passing Snippets to Components ist im Prinzip genau das, was die mit Slot. Slot ist ein Sonderfall von Passing Snippets to Components. Wird jQuery 2024 noch maintained? Du wirst überrascht sein. jQuery wird nicht nur maintained, sondern es kam vor noch nicht allzu langer Zeit sogar jQuery 4 an Start. Es ist noch Beta, ja, aber guck hier,
6. Februar 2024, jQuery 4.0 Beta. Das ist nicht nur maintained, das ist noch voll active in Development. Doch, das Feature gefällt mir. Hier, Snippets and Slots. In 12.4, Content can be passed using slots. Snippets are more powerful and flexible. Ja. Wisst ihr, man kann weiterhin Slot verwenden. Finde ich eine gute Sache. Ich fand es erstmal jetzt unsinnig. Das ist so ein Ding, wisst ihr? Man neigt ja persönlich immer dazu, sobald man sowas hier sieht, zum ersten Mal sagt man, das will ich nicht. Warum nicht so? Ist doch viel einfacher. Wenn man sich mal, aber ist mit vielen Sachen so, ja. Wenn man sich da mal mit beschäftigt, ein bisschen, reicht da manchmal so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, sich anzugucken, warum das gemacht wurde, ergibt das durchaus Sinn. Also oftmals durchaus Sinn. Und hier ist es genauso. Wenn ich mir die Sache hier mit den Snippets angucke, finde ich das eine sehr sinnvolle Sache. Und dementsprechend verstehe ich auch, dass Slots deprecated sind, weil Snippets ersetzen im Prinzip Slots. Weil du weiterhin Slot verwenden kannst für einfache Sachen. Okay. Interessant. Gefällt mir. Wie geht's weiter? Kontext. Ah! Jetzt kommt der Ersatz von Stores. Das ist vielleicht zu kompliziert jetzt für den User Store, Get Context, Create User Store. Okay, was ist der Unterschied? Get Context. Ich will es nicht un. Was bin ich? Okay, das ist das eigentlich Interessante. Es gibt keine Stores mehr. Ah, aber es gibt jetzt .svelte.js-Files, um sowas ähnliches zu machen. Oh, da wird's jetzt aber langsam abgedreht. Also eine Kombination aus Export Function und State ist quasi ein Replacement für Stores. Es gibt keine Stores mehr. Auch eines der Features, was ganz viele Leute super toll in Svelte fanden. Weil das schon eingebaut ist. Das heißt, jetzt braucht man keine Stores mehr. Jetzt kann man... Das mit was? Mit Get und Set? Erinnert mich ein bisschen an Java, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich mal ausprobieren. Lib. Nennen wir das jetzt mal einfach Store. Ne, nicht Store. Store ist Blödsinn. Ja. Warum ist egal, wie ich es nenne? Create State. Was auch immer. Punkt Svelte. Punkt. Ne. Punkt Svelte. Ich kann es ja mal schreiben. Punkt JS. Oh, hauen wir das jetzt mal rein. Initial Username. Bla 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 bla. So, und jetzt importieren wir das Ganze mal. Create. Ah, das funktioniert nicht. Also brauchen wir jetzt hier. Wie importiert man den Kram? Hier. Create. State from... Ja, ich hätte es mal anders nennen sollen. Lib. Okay, das hat funktioniert. Create User State. Machen wir hier let blub gleich. So, Initial State. Omegalul.
Lass uns erstmal testen, ob es ein Ersatz für Stores ist. Also wenn es ein Ersatz für Stores ist, dann machen wir das hier mal weg. Ah, das waren die ganzen Krempel mal. Die ganzen Krempel hier unten mal weg. Brauchen wir jetzt alles nicht. Und on click, ändern wir jetzt nicht Count. Nee, komm, wir machen hier 1 rein, ja. Und wir ändern das on click. Das geht nicht. Muss ich einen Dollar davor machen? Nee. Nehmen wir es mal Count.